für die nächste Sache komme ich wieder ein bisschen näher. Kurze Kombi oder kurzer Eingang sieht wie folgt aus. Der Angreifer macht einen Schlag mit rechts von außen. Kann ein Schwinger sein, es kann eine Ohrfeige sein, kann Hand, kann ein Schlag einwärts sein. Meine Bewegung ist, ich pendel unter diesem Angriff durch. Ja, der Angriff kommt hier, ich weiche aus, beuge den Oberkörper leicht nach vorne und komme auf der jenseitigen Seite des Angriffs wieder hoch. So, während ich von A nach B reise, lasse ich noch eine kleine Bombe fallen. Das heißt, wenn ich hier in der Auftauchbewegung bin, mache ich einen Uppercut mit rechts und das Kinn. Linker Haken zum Kopf, rechte gerade zum Kopf. Also es ist eine Might-Bewegung und dann drei Fausttechniken. Uppercut, Haken und Cross. Gut, ich ziehe wieder vor. Eins, abtauchen, Uppercut, Hook, Cross. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Auslagewechsel. Kommt der Schwinger von der anderen Seite. Pendel wieder aus. In der Endphase kommt der Aufwärtshaken zum Kinn. Dann Haken mit rechts. Und gerade mit links. Links, rechts, links. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Okay, Arme auslockern, Beine auslockern. Eine machen wir noch. So, ich habe mir hier aufgeschrieben, Dodge, Uppercut, Inverse Punch und Punch. Das heißt jetzt übersetzt, eine rechte Gerade kommt auf mich zu. Das heißt, sie kommt hier auf mich zu und ich begebe mich auf die Außenseite, indem ich eine Mindbewegung zur Seite mache. Ich ducke mich zur Seite. Gleichzeitig bringe ich jetzt meine linke Schulter ein bisschen nach vorne. Das heißt, ich gehe zur Seite und rotiere rein. Und jetzt mache ich einen Aufwärtshaken mit der linken Faust. Boom. Und zwar geht der unterm Arm durch. Das heißt, ich gehe auf die Außenseite vom Arm, unterm Arm durch, den Aufwärtshaken. Jetzt kommt der Inverse Punch. Ich drehe den Daumen nach unten und schlage auf die Kieferpartie, sodass der Kopf rotiert. Und folge mit einem vertikalen Punch, dabei ist der Daumen jetzt oben auf denselben Punkt. Das heißt, Dodge, Uppercut, Inverse Punch und Punch. Dodge, Boom. Daumen nach unten, Daumen ist oben. Okay, machen wir jetzt 10 Mal auf jeder Seite. Ich fange mit der Might-Bewegung nach links an. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Auslagewechsel. Die Gerade ist jetzt eine linke Gerade. Ich mache eine Might-Bewegung mit einer leichten Auswärtsrotation auf die Außenseite. Uppercut unterm Arm durch zum Kinn.
Dann Daumen nach unten für den Punch mit links und Daumen nach oben für den Punch mit rechts. Eins. Wupp, wupp, wupp. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Okay, kurz auslockern, kurz ausschnaufen.